Hallo miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Schlager- und Volksmusikfans unserer ganzen Schweiz sind am vergangenen Wochenende zu Lake beim Vanessa Grand Open Air voll auf ihre Kosten gekommen. Hier ein musikalischer Einblick. Schon zum fünften Mal hat die Schlagersängerin Vanessa Grand zu ihrem Open Air in Lake geladen. Während zwei Tage sind namhafte Interpreten unserer Schlager- und Volksmusikszene auf der Bühne gestanden und haben manches Herz im Publikum schneller schlagen lassen. Wie ist das für Vanessa Grand aber selbst, das Open Air alle zwei Jahre durchzuführen? Es ist sicherlich etwas Schönes, weil wenn wir vor x Jahren, wir haben es ja alle zwei Jahre angefangen, mit dem ersten Mal eigentlich eine Idee gewesen, die im Restaurant entstanden ist. Und man hat einfach gesagt, ja, wenn du schon Interpret in unserem Schlager- und Volksmusikbereich bist, mach doch einmal etwas. Und ja, als einmal wurde jetzt fünfmal und es ist schön, dass wir es so oft durchführen durften und auch immer sagen, immer wieder tolle Interpreten und natürlich immer tolles Publikum hier begrüßen. Viele von den Zuschauern sind in der ganzen Schweiz und unserem näheren Ausland angereist, für am 5. Vanessa Grand Open Air in Lake mit dabei zu sein. Und wie sieht das Programm von dem Open Air aus? Wir versuchen immer ein gutes, ein familiäres und kollegiales Programm, sage ich immer, zusammenzustellen. Und auch immer interpretieren uns Deutschland, Österreich, Südtirol und die Schweiz. Also, dieses Jahr haben wir zum Beispiel Geri der Klostertaler, Günther Sturm, Alexander Rier, das ist ja der Sohn von Norbert Rier von der Kassler und der Spatzen, Vincent und Fernando, Andreas Hastreiter. Also, wir kleine Namen, die man aus Funk und Fernsehen kennt. Und einige sind sogar das allererste Mal im Wallis und ich glaube, ja, die mal gesehen, dass für euch ist das eine Chance, dass wir nicht weit fahren und können einfach immer auf Lake kommen. Aber einfach die Interpreten, haben, wie wir bis jetzt gesehen haben, sind ein Erlebnis hier. In einem Walliser Berg darf auf der Bühne stehen. Wie ist das für Ski, die Stars unserer Schlager- und Volksmusikszene, Geschichte heim und darf zu empfangen? Also, für mich ist das etwas Wundervolles. Es klingt vielleicht ein bisschen speziell, wenn ich sage, Stars sind, für mich sind es eigentlich Berufskollegen. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn ich die sonst bei Auftritten sehe oder jetzt hier bei mir daheim. Es ist schön, ich kann sagen, Sali, willkommen hier bei mir daheim. Und das nächste Mal sehe ich dich wieder mit Ihnen. Aber es ist schon spezieller als bei anderen Auftritten. Ja. Aber auch von den Künstlern wollen wir natürlich wissen, wie das für sie ist, an einem solchen besonderen Open Air mit dabei zu sein. Ja, für mich ist das was ganz Besonderes, weil ich habe Vanessa kennengelernt und wir haben eigentlich gleich am Anfang haben wir uns gut verstanden und da war eigentlich schon die Rede, dass ich mal möchte, dass ich bei ihr noch mehr mit dabei sein kann und jetzt hat es geklappt und ich bin richtig froh, dass ich da bin. Zum ersten Mal hier im Wallis, nicht? Und das ist was auch ganz Besonderes und mich freut es natürlich, dass ich da bei der Vanessa sein darf, weil ich glaube mit ihrer Energie sowas Tolles auf die Beine stellt und das ist, glaube ich, eine super Sache und ich bin froh, Teil des Jahres davon zu sein zu dürfen. Ja, die Anreise für mich war eigentlich ein bisschen was Außergewöhnliches, weil normalerweise fahren wir ja über den Brenner von Südtirol aus und das Mal sind wir mal nach Süden gefahren, nach Mailand und eben über Mailand dann daher ins Wallis. Also schon das war was ganz Besonderes und ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal da und das ist wunderschön, ich bin erstaunt und ich denke, ich werde sicher noch mal hierher kommen. Einer, der immer wieder und somit schon das vierte Mal am Opener mit dabei ist, ist der Günther Sturm. Auch für ihn ist es speziell, an dem alles immer wieder mit dabei darf sein. Es ist immer ganz was Spezielles, weil alleine die Vanessa ist halt einfach einmal ein besonderer Mensch. Und was ich von der Vanessa ganz, ganz besonders schätze, dass sie ihr Handicap in keinster Weise ausnutzt. Im Gegenteil, sie will es eher in Schatten stellen und das ist was Besonderes. Und die Kulisse hier ist auch was Besonderes, natürlich. Das vierte Mal sind Sie schon im Wallis. Wie ist das für Sie, immer wieder hierher zu reisen? Das Herreisen ist nicht so schön, weil das Wallis zu erreichen ist schon was ganz Spezielles. Ich nenne es auch immer gerne in meinen Moderationen, das ist die Dunkelschweiz. Aber wenn man hier ist, ist es der zweitschönste Fleck auf der Erde. Das Schönste ist natürlich bei mir zu Hause in Kärnten. So ein grosses Open Air mit allem, was dazugehört, zu organisieren,
braucht viel Zeit und verlangt den Organisatoren viel ab. Nur mal Vanessa Grant. Also man wird ja mit jedem Mal ist es schon ein bisschen gewohnter, weil man gewisse Sachen einfach nicht mehr vergisst, was man weiß, was man kann. Aber die Arbeit ist natürlich gleich vorhanden. Und es wäre das ganze Jahr vor der Februar. Vor allem, wenn es Wunschinterpreter gibt, die man unbedingt will, dann muss man schon ein Jahr vorher buchen. Oder auch Vincent und Fernando. Das sind Grand Prix-Sieger, die sind sehr weit ausgebucht. Ein Alexander Ihr, der, ganz ehrlich muss sagen, ist ein bisschen so mein Wunschkandidat war, wenn ich den kennengelernt habe. Es hat so kollegial geklappt und der Rüfter gefällt mir. Und die muss einfach schnell kaputt. Und nachher gibt es halt natürlich für mich Standardinterpreter, weil es auch gute Freunde sind wie ein Günther Sturm oder der meine Radiokollege, der Weibrand von der Sande. Und auch noch muss man sagen, Jungs, ich will dabei und dann müssen wir mal das Jahr vorher buchen. Schlager- und Volksmusikfans sind am 5. Vanessa Grand Opener voll auf ihre Kosten gekommen. Jetzt müssen die Ski aber ein bisschen Geduld haben, bis das nächste Opener in 2 Jahren wieder durchgeführt wird. So viel zum Thema Musik für diese Woche. Ade miteinander.